Die nur leicht ansteigenden Testosteronwerte bei zum Beispiel einem lockeren Waldlauf, die gehen super schnell wieder zurück, während bei explosiven Einheiten, sofern du gewisse Konstanz mitbringst, die Testo-Werte auf hohem Niveau bleiben. Musst du nun in den Ring steigen und dir auf die Nase kloppen lassen, um Testosteron zu steigern und ohne Muskelverlust einen gerippten Körper aufzubauen? Nein, das musst du nicht. Um genau zu sein, brauchst du so gut wie gar nichts, zumindest für den Anfang. Später tut's dann ein Boxsack, den du für unter 100 Euro online bekommst. Für den Start kann ich dir das gute, alte und extrem wirksame Schattenboxen empfehlen. Das ist wirklich absolut nix für Schlaffis, wie man vielleicht meinen könnte, wenn man sich damit nicht auskennt. Schattenboxen geht voll an die Substanz und genau deshalb ist es auch so wirksam. Klick dich, wenn du magst, einfach mal durch YouTube und mach dich mit Schattenboxen und seinen Vorteilen vertraut. Hier gibt es erstaunlich viele Infos und es ist ein leichtes, sich eine 10 oder 15 Minuten Routine zusammenzustellen, die du dann 2 oder 3 Mal die Woche durchackerst. Wenn du das tust, dann kann ich dir eigentlich jetzt schon garantieren, dass du dich ultraschnell fitter, explosiver und mit der Zeit auch konzentrierter fühlen wirst. Ganz abgesehen davon, dass du aller Wahrscheinlichkeit nach feststellen wirst, dass du nach den Einheiten geil wie Nachbars Lumpi wirst. Warum aber wirst du geil? Warum fühlst du dich explosiver? Und warum steigert sich deine Konzentrationsfähigkeit? Na, weil all das Zeichen für hohe Testosteronwerte sind. Hast du hier Defizite und nimmst du Stimmungsschwankungen oder sogar depressive Phasen bei dir wahr, dann sind das wiederum Zeichen für zu wenig Testosteron. Anstatt also zum Onkel Doktor zu rennen und an die Depri-Pillen einzuwerfen, bist du viel besser beraten, eine Runde Schattenboxen zu veranstalten oder einen Boxsack zusammenzuschlagen. Ganz ehrlich, ich habe nie richtig verstanden, warum viele Männer heute so schnell zu Meditationskursen rennen, anstatt das zu tun, was unserer Natur viel gerechter wird. Ich meine, sowas kannst du ja zusätzlich machen, wenn es dich glücklich macht. Aber die viel bessere Selbsthilfe für uns Männer ist kontrollierte physische Aggression.